Guten Morgen! Morgen! Ja, wie sehen noch fertig aus? Keine Haare? Meine auch. Meine Brille habe ich auch noch nicht auf. Aber das ist egal. Es geht doch ohne. Ich wünsche euch erstmal allen da draußen frohe Weihnachten. Ja, heute Ganz mal wichtig. ganz, ganz besondere Grüße an unsere Familie. Meine Mama, meine beiden Kinder, mein großer Sohn Olli mit Freundin Stella. Hi. Und mein kleiner Sohn, also klein ist gut, der wird ja auch bald 17. Klein. Ja, der Yannick. Ja, ganz liebe Grüße an euch. Natürlich auch an Marvins Familie. Ganz, ganz wichtige Grüße, ganz, ganz liebe Grüße. Hallo Mama, ich bin im Fernsehen. Ja, nicht ganz. Ja, deine Eltern, deine Geschwister Ja, alle halt. mit Familie. Dasselbe gilt für mich natürlich auch, ne? Genau. Ja, wir hoffen, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest. Das ist jetzt das, was auf uns drauf zukommt. Unser Urlaub, so wie er geplant war, der wäre komplett ins Wasser gefallen, Ja, definitiv. im So wahrsten wie wir. Sinne. Das Ja. war ja, das fing so katastrophal an. Wir haben jetzt auch nicht geplant, dass wir doch so lange fahren. Also um 4 aufgestanden Richtig. und um 20 Uhr angekommen, laut Planänderung. Mit Mittagspause eine Stunde auf dem Campingplatz, wo wir uns dann da entschieden haben, nicht zu bleiben. Das wollten wir euch eigentlich zeigen, aber wir haben Richtig. gedacht, Es komm. wäre nicht gegangen. Also es hätte uns den Urlaub Nee. versaut und ja, also in dem Fall wäre es dann Tatsache auch für uns mal schwierig gewesen, wirklich positiv zu bleiben. Man hat versucht zu gucken, macht man das Beste draus, aber das Beste war für uns definitiv, diesen Platz wieder zu verlassen. Nichts Definitiv. wegen dem Platz als solches, sondern halt einfach wegen den Gegebenheiten, die jetzt gestern da waren. Boah, ich sehe aus wie ein Bär um eine Eier, ey. Cool. Nein, war Spaß. Nicht cool. Aber die Reise war echt. Ja, wir sind wie gesagt gestern früh aufgestanden, sind losgefahren und wo wir auf dem Platz angekommen sind. Wir können ja mal sagen, wo. Oder wolltest du das gerade sagen? Wo wir euch eigentlich hätten hinnehmen wollen. Ja, eigentlich wollten wir euch mitnehmen zum Campingplatz Fichtelsee am Fichtelgebirge, im Fichtelgebirge. Aber es war nicht möglich. Also wir waren da auf dem Platz, aber wir sind unverrichteter Dinge wieder abgefahren. Also wir waren kurz drauf und sind dann nach einer Stunde oder so sind wir wieder los. Ja. Es war halt, wir sind auf dem Platz angekommen und es hat die Nacht vorher wohl richtig fett geschneit. Und den Tag gestern, wo wir da angereist sind, hat es aber schon den ganzen Tag geregnet und es war Tauwetter. So, für uns war es wirklich so, wir sind aus dem Fahrzeug ausgestiegen und das war vor dem Platz schon so und es war auf dem Platz nicht besser und standen erstmal bis zum Knöchel wirklich im Wasser. Ja, also selbst wenn wir in Schnee getreten sind, war das voll mit Wasser und bis zum Knöchel hoch. Ich habe jetzt zwei komplett durchgeweichte Schuhe, das war so nicht geplant. Müssen Gummistiefel auch hatten. gewaschen werden. Ja, aber ohne Füße drin. Ja, ich habe Wasser geholt. Dasselbe in Grün bei mir. Ja, und das war natürlich nicht schön und das wäre die Tage jetzt nicht besser gewesen. Die Und Wetteraussichten gestürmt da. und geschneit. Also es war Ja. so Schneeregen, so matschig. So. Da haben wir gesagt, das können wir nicht machen. In der laut Wetter-App. Hätte es die ganze Woche jetzt weiter Das hätte den so. Rahmen gesprengt. Wir wären hier drinnen eingeschlossen. Das Ja. hätten wir zu Hause auch machen können. Richtig. Und euch, ja, was sollte man da erzählen, wenn man nur im Wohnmobil hängt? Und deswegen haben wir entschieden, Weiterzufahren. weiterzufahren. Ja, gut, das war nochmal dieselbe Reise. Mal gut, dass wir zu zweit fahren. Die Ja. ersten 5 Stunden ich, die nächsten 5 Stunden sie. Naja, was Aber heißt wir fünf? sind, Vier. Vier ja, teilen wir uns. vier, viereinhalb, irgendwie so. Wir wollen nicht übertreiben, aber ja. Es war halt schon eine Reise und das war natürlich vom Fahren her auch anstrengend, weil das Wetter, wie gesagt, alleine schon, wo wir zum Fichtelsee gefahren sind, es hat gestürmt, es hat geregnet und der Regen wäre da auch die nächsten Tage so weitergegangen. Ja. Laut Wetteraussichten wäre es da die ganze Zeit am Regnen gewesen und das wollten wir euch nicht antun, das wollten wir uns nicht antun. Wir hatten die Hoffnung, dass wir irgendwo noch eine Ecke finden, wo es besser wird und wir haben sie gefunden. Ja, Das dritte Mal. das ist also Premiere für uns, also mehrfach diesmal. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Erzähl du, denn ich glaube, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Wir sind das dritte Mal auf demselben Campingplatz. Und zwar stehen wir jetzt hier am Tennsee in den Alpen. Was ich noch dazu sagen wollte,
das dritte Mal mit unterschiedlichen Fahrzeugen. Wir sind jedes Mal mit einem anderen Fahrzeug hier. Genau. Erstmal mit dem Sunlight, dann mit dem Wohnwagen und jetzt mit dem hier. Richtig, aber alles innerhalb von seit 2019. Also 2019 waren wir das erste Mal hier im Sommer. Vor 2 Jahren, glaube ich, waren wir das zweite Mal hier. Mit dem Wohnwagen. Mit dem Wohnwagen. Und jetzt dieses Jahr. Ja, und jetzt dieses Jahr mit dem. Letztes Jahr war das. War es im letzten Jahr? Egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt das dritte Mal hier und diesmal wieder mit dem Wohnmobil, aber nicht mit dem gleichen, wie wir das erste Mal hier waren. Aber egal. Nächste Premiere auch für diesen Campingplatz. Wir sind das erste Mal im Winter hier. Ja. Wir waren ja sonst immer im Sommer und da war es schon richtig schön. Wir haben uns hier immer wohl gefühlt, also sowohl vom Platz her, das Ambiente, die Leute hier. Die Leute, die Rezeption, wenn du irgendwelche Fragen hast. Einfach schön. Und haben uns das ermöglicht gemacht, dass wir hier sind, weil es ist ein Skigebiet. Irgendwie so ja, Skisport. Es ist Skigebiet, ja natürlich. Wir sind ja jetzt hier in den Alpen. Es liegt Schnee. Die Wege sind geräumt, das heißt, also man kann hier trockenen Fußes lang gehen. Natürlich muss man weiterhin aufpassen, weil es halt auch glatt sein könnte. Ja. Aber das ist ja auch nicht das Ding. Aber wie viele Schuhe soll ich mitnehmen, damit ich nach 10 Tagen Urlaub... Ja, auf dem Campingplatz hätten wir eine Watthose gebraucht. Das hier. Nein, aber doch, also Gummistiefel wären da sowas von angebracht gewesen. Und Ja, aber wie lange halten Gummistiefel die Füße warm? Ich weiß, es gibt gefütterte Gummistiefel. Die habe ich auch. Gummistiefelte. Gummigestiefelte. Ja. Gestiefelte Gummis? Gefütterte Gummis. Sorry, wir sind schon wieder komplett durch. Auf jeden Fall waren wir super froh. Wir haben gestern hier noch Kontakt aufgenommen und haben dann Gott sei Dank die Zusage bekommen, dass wir noch einen Platz bekommen können. Wir müssen einmal umziehen zwischendurch, aber das ist Pillepalle. Es stürmt hier nicht, es scheint sogar gleich die Sonne. Richtig, die nächsten Tage ist Sonne angesagt. Wenn man in den Bergen kommt? Ja. Das ist... Heute wird es nochmal so ein bisschen durchwachsen. Gerade ist es schön draußen, aber nachher ist nochmal ein bisschen Regen angesagt. Egal, da stehen wir durch. Aber die nächsten Tage sollen hier richtig schön werden. Und da hoffen wir natürlich, dass wir euch dann auch wirklich so ein bisschen was von der Gegend zeigen können. Wir wollen ja Weihnachten heute erstmal so ein bisschen genießen, auch für uns. Ne? Definitiv. Erstmal ankommen. Nachher, wir stehen jetzt hier gerade noch auf dem Stellplatz vor dem Spielplatz, also vor der Schranke sozusagen als Zwischenübernachtung, damit wir, weil wir warten müssen, bis wir dann nachher unseren Platz beziehen können. Und dann können wir wirklich erstmal ankommen, in ganz in Ruhe. Gestern war es halt wirklich nur noch hinstellen. Meine Haare in die wir machen. Kurz einchecken, schlafen und dann, ein bisschen Armbrot gegessen haben wir dann noch. Und dann ab ins Bett. One-Pot-Ente. Ja, bei uns gab es Ente. One-Pot-Ente. One-Pot-Ente. Wir haben dann eben die Reste eben nochmal zusammengeschmissen und alles in einem Topf warm gemacht. Egal. Mit Klöße, Rotkohl, eben das traditionelle Essen bei uns. Fast. Also es gibt nicht immer Ente. Nee. Ne. Gibt nochmal einen Döner. Zu Weihnachten habe ich noch keinen gegessen. Ich auch noch nicht, aber wäre mal eine Maßnahme. Das ist übrigens auch überhaupt unser erstes Weihnachten, wo wir nicht zu Hause sind, ne? Wo wir wirklich weggefahren sind, weil wir gesagt haben, wir wollen diese Zeit echt nutzen, um mal wieder rauszukommen. Für uns ist es halt super schön, wenn wir irgendwo stehen, dass wir abschalten können. Ja. Ne? Das ist halt ganz anders, als wenn du zu Hause bist und da dein Weihnachten verbringst. Der Kleine oder wollte generell sowieso nicht mit. Was heißt der Kleine? Ja, wie gesagt, 16. Der ist mittlerweile einen Kopf größer als ich. Ja. Aber ich glaube, wenn er jetzt gewusst hätte, dass wir zum Tensee fahren, aber das wussten wir ja selber nicht bis gestern Nachmittag. Das wussten wir auch nicht. Hätte er gewusst, dass wir hier fahren, hätte er sich das vielleicht nochmal anders überlegt. Aber er hat ja auch viel Spaß dabei, sich zu Hause, bei uns zu Hause. Seine ganzen Kumpels. Seine Kumpels, die sind halt doch da und die verbringen dann nochmal ein bisschen Zeit miteinander. Und ich glaube, mit fast 17 ist das echt cool, auch mal ohne Eltern zu Hause zu sein und ein bisschen Zeit zu verbringen. Kevin allein zu Hause, passend zu Weihnachten. Die Bude wird nachher, also er bewacht die Bude, aber es sieht nachher alles wieder top aus, wenn wir nach Hause kommen, oder? Ja, wenn ich einen Goldzahn finde, dann weiß ich Bescheid, was da los war. Ich glaube, das wird nicht passieren. Wir können euch ja mal so einen kleinen Eindruck davon geben, wo wir jetzt hier stehen.
Und wie es jetzt gerade momentan aussieht. Ja. Ja, das war nur mal so ein kleiner Einblick aus der Ecke, wo wir jetzt hier sind am Tennsee. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen Frühstück essen, dann gehen wir hier eine Runde raus, werden das Weihnachtsfest in Ruhe... Sorry, dass ich lachen muss. Du hast gesagt raus und der Hund? Er liegt hier unterm Tisch und hört genau zu, was wir erzählen. Und er versteht halt auch so ein bisschen was. Und dann reagiert er dementsprechend mit Kopfschieflegen. Ne? Das ist natürlich zuckersüß, ja. Für heute war es das erstmal. Wie gesagt, wir wünschen euch ein super schönes Weihnachtsfest. Jetzt richtig, ist besinnliche Weihnachten. Den Stress mal ein bisschen abfallen lassen, so wie wir es jetzt auch machen. Genau. Bleibt gesund und munter. Lasst euch gut beschenken. Wenn möglich. Wenn, und wenn möglich. Nicht, macht wenn nicht. Euch einfach eine schöne Zeit. Das ist eigentlich das Wichtigste. Es geht gar nicht so sehr um die Geschenke. Es geht eigentlich hauptsächlich wirklich darum, Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Richtig. Das Miteinander, das Zusammensein. Ja, genau. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, wie könnt ihr Zeit mit den Liebsten verbringen, wenn ihr auf der Flucht seid? Ja, habt ihr recht. Wir haben sie ja trotzdem lieb. Wir haben uns ja trotzdem noch vorher schon... Genau, also wir haben uns, wir haben unser Weihnachtsfest mit Family Weihnachtsfest. Du warst ja bei deinen Eltern nochmal mit dran. Meine Mama war bei uns auch vorher zu Besuch und wir haben dann da eben die Zeit zusammen verbracht und ja, der Lütte, wie gesagt, der wollte halt nicht mit. Bei meinem Großen waren wir noch ran in Jena, das müssen wir euch noch zeigen. Wir waren ja noch in Jena zwischenzeitlich bei meinem großen Sohn, der wohnt da mit seiner Freundin. Und waren da auf dem Weihnachtsmarkt. Das war natürlich cool. Also der Weihnachtsmarkt als solches, den sieht man ja, die Stände, das kennt man halt so, ne? So die ganzen Verkaufsstände. Aber was da richtig cool war, das waren diese Bergteufel. Bergteufel, die waren ja geil gemacht. Das also, war Hammer. Die waren hübsch. Die schaut euch mal noch an. Ja, also das war echt nochmal so ein Highlight auf dem Weihnachtsmarkt. Das habe ich so noch nicht erlebt. Diese Bergteufel sind ja irgendwie, man sagt denen nach, dass die, denen sie über den Kopf streicheln, für das nächste Jahr Glück haben sollen. Und ich war auch erstaunt, obwohl das da von den Gestalten her schon sehr, sehr, also so ein bisschen gruselig, ne? War aber keines der Kinder, die da waren, hat irgendwie vor Panik geschrien oder sonst irgendwas. Also die haben da schon anscheinend eine positive Verknüpfung zu. Es war natürlich ein bisschen... Ja, manche waren ja auch geschockt, so dieses, oh, was ist denn jetzt los? Und einige haben sich auch hinter den Eltern ein bisschen versteckt. Aber es hat keiner gequengelt oder geschrien. So ein bisschen zurückgezogen, genau. So ein bisschen, also so ne, ein bisschen so, was ist denn das jetzt? Aber waren super freundlich. Die waren, es war ja keiner böse oder sowas. Richtig. Die sind halt wirklich auf die Kinder drauf zu und haben dann auch so ein High Five und also es war schon schön und die Kinder haben das wirklich trotz des ersten Momentes,
durch diese Figuren, die sie dann gesehen haben, haben die das halt angenommen dann mit diesem High Five. Da war dann das Eis gebrochen. Ja. Und ja, also es war schon echt cool. Ja, so. Ihr genießt jetzt erstmal mit eurer Familie die Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter. Ja. Und bleibt es auch. Macht das Beste draus, genießt die Zeit. Und wir sehen uns die nächsten Tage noch das ein oder andere Mal, denke ich. Und dann werden wir euch von hier mal so ein bisschen die Gegend zeigen. Es ist super schön hier. Wie gesagt, wir waren sonst im Sommer. Jetzt sind wir das erste Mal im Winter. Ja. Und wir freuen uns darauf. Und dass wir endlich auch für euch mal wieder so ein bisschen da sein können. Wir haben ja ein bisschen Nachholbedarf. Wir haben ja selber Nachholbedarf und wir haben uns ja auch längere Zeit nicht mehr sehen lassen jetzt. Ja. Das wollen wir natürlich jetzt erstmal wieder so ein bisschen ändern. Ihr Lieben, frohes Fest. Seid brav auch fürs nächste Jahr. Und dann bis später. Bis später. Der Cooper, der möchte jetzt nochmal an die Leine. Weil der Cooper, der muss ja noch mal eine Runde raus. Und der Cooper kommt jetzt mit. Ich ziehe jetzt meine Schuhe an, du kriegst deine Leine um, dann geht das los.